Hallo meine Lieben, herzlich willkommen aus dem Badezimmerschrank. Ich sehe genauso aus, wie ich das letzte Video beendet habe. Ist ja auch so, ne? Genau. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video hier hochladen werde. Das wird man ja sehen. Wegen der Abstimmung, die ich dann beim letzten Video hatte. Kommt drauf an, wie ihr das möchtet. Jetzt werde ich mich erstmal frühstücken, das andere Video bearbeiten und dann werde ich heute Nachmittag mit meiner Mutter nach Bad Münder fahren zum Zahnarzt. Also sie muss zum Zahnarzt, ich nicht, aber genau, ich komme einfach mit, gucken mir ein bisschen Bad Münder an. Genau, aber genau, was habe ich noch? Das war es erstmal, genau. Also viel Spaß bei dem Video. So, meine Lieben, das ist heute mein Frühstück. Und zwar dieses Filinchen-Knäckebrot mit Quark und Frühlingszwiebeln. Dann hier eine Scheibe Käse. Dann noch eine Scheibe Käse. Dann haben wir hier Tomaten mit Zwiebeln und eine Hälfte von dem Kiri. Dann habe ich hier Kaffee und Orangensaft mit viel Wasser. Genau. Wie viel Kalorien das hat, keine Ahnung. Ich schau mal nach. Nee. Und nebenbei natürlich Slain. So, da bin ich wieder. Ich habe mich geduscht. Ich habe geduscht und habe gerade von meiner Mutter eine Information bekommen, die mich eigentlich nur zum Lachen und bringt und aber auch ein bisschen sauer, empört macht. Also, es ist so, ich habe die Nachricht bekommen, also besser meine Mutter, von meiner Nachbarin, dass doch wirklich meine Oma meinen Cousin Bescheid gesagt hat, dass er doch bitte mal vorbeikommt. Also, ich muss dazu sagen, ich war ja bei meinen Eltern, als die im Urlaub waren und habe da Wäsche gewaschen und hat ein bisschen Haushalt gemacht. Und ich hänge die Wäsche halt eigentlich ganz normal auf, wie jeder andere es auch macht. Also jetzt nicht so schlimm, dass sie nicht trocken wird oder so. Sie wird immer trocken. Und letztes Mal, als ich beim Eltern geschlafen habe oder da gewohnt habe, habe ich sie wahrscheinlich nicht richtig akkurat aufgehangen, so wie meine Oma das möchte. Jetzt hat sie aus lauter Angst wahrscheinlich, dass ich meine Wäsche nicht richtig aufhänge oder die Wäsche meiner Eltern, doch wirklich meinen Cousin mit seinem Auto hier zu uns nach, wo meine Eltern wohnen, hingeschickt, dass der guckt, ob ich die Wäsche richtig aufhänge. Leute, ist das nicht bescheuert? Das ist so krank. Ey, ich lache darüber nur, weil es so blöd ist. Was tun da? Das ist so blöd, wirklich. Also wirklich, ob ich so doof wäre und nicht mal Wäsche aufhängen könnte. Leute, ich verstehe das nicht. Also es ist so witzig, auch total bescheuert eigentlich, weil ich kann Wäsche aufhängen. Also ich weiß, dass ich vielleicht bei manchen Sachen nicht alles kann. Das kann aber bestimmt auch nicht meine Oma oder sonst irgendjemand. Aber Wäsche aufhängen kann ich wirklich. So, ich fahre jetzt, wie es aussieht, mal gucken, wie ob Post da ist. Wenn keine Post da ist oder keine schlimme Post, dann gehe ich, keine, das ist ja ein Socken, keine Angst, dann fahre ich zu den Töneböen Teichen und schaue mir das mal an. Und ich wollte mein Outfit of the Day zeigen. Und zwar das. Und ja, ganz normale Hose. Ja, lange Hose, ich kann keine kurze Hose anziehen. Und hier halt die Schuhe. We'll be right back.
Abends. Ich habe ja gesagt vorhin, als ich mich gezeigt habe, was ich anhatte, dass ich eventuell zum Tönnebühnen-Teilchen fahre und ein bisschen da filme und zumindest dahin gehe und ein bisschen gucke, wie er so aussieht. Habe aber vorher noch gesagt, wenn keine wichtige Post kommt. Und die ist gekommen. Wichtige Post. Für mich persönlich. Klar, viele andere Post ist auch gekommen, aber jetzt nicht so dramatisch wichtig wie diese Post. Und ich muss dazu sagen, letzten Montag habe ich das ja abgegeben. Und seit diesem Tag konnte ich nicht mehr schlafen. Ich weiß, dass ich selber keine Schuld habe und ich brauche auch keine Angst haben eigentlich. Aber trotzdem ist das so ein komisches Gefühl so. Ich konnte einfach nicht schlafen, die ganze Zeit nicht. Und heute kam dieser Brief und ich soll noch Sachen noch einreichen. Aber so schlimm, wie ich gedacht habe, der Brief war er nicht. Ich soll nur ein paar Sachen einreichen, aber solche Sachen, die jetzt nicht so dramatisch sind, glaube ich. Aber trotzdem, ich bin so erleichtert, wirklich. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ja, die Abstimmung hat ja wirklich 61 Leute haben abgestimmt und 51 sagen, ich soll täglich weitermachen und 10% sagen, ich soll, 10 Leute glaube ich, waren das, die sollen dann, haben wir gesagt, ich soll jeden zweiten Tag machen. Ja, also was heißt das jetzt? Jeden Tag wieder. Ist auch in Ordnung. Es kann natürlich sein, dass ab und zu mal kein Video jeden Tag kommt, wenn ich einfach so wenig Material habe oder einfach mal keine Lust habe, Videos zu machen. Das gibt es auch und das ist auch nicht so dramatisch. Ja, was noch? Ich bekomme morgen meine Waschmaschine. Oh! 1,5 Wochen ohne Waschmaschine. Leute, ich bin so froh, dass diese blöde Waschmaschine endlich kommt. Ein Kumpel von mir und mein Bruder, also Christian und mein Bruder, bringen die morgen Abend, ja, 17 Uhr, spät Nachmittag, kann ich endlich wieder waschen. Es ist so nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwelche Schlüppis oder Unterwäsche, was auch immer, Hemden oder hier so T-Shirts oder irgendwas anderes, Hosen beispielsweise, hier im Waschbecken beispielsweise oder in der Dusche zu waschen. Es riecht zwar gut, aber es ist halt nicht so hygienisch, ne? Weil, ja, aber ja, sie kommt. Geil, ich freue mich schon drauf. Endlich wieder waschen. Ja, hört sich blöd an, ist aber wirklich so. Ich habe schon gedacht, dass wenn ich jetzt nicht die bekommen würde, hätte ich ja eine andere gekauft oder so ein Camping Waschmaschine, aber Gott, das ist glaube ich auch viel zu viel Wasserverschwendung. Ich weiß es halt nicht. Aber ich bekomme die von meinen Eltern, die bekommen eine neue. Ich glaube, eine Miele, glaube ich, bekommen die. Richtig gute. Die hält ja zig Jahre. Ich kriege die von meiner Oma. Also meine Oma hat die zuerst gehabt, dann meine Familie, also meine Eltern. Und jetzt bekomme ich sie. Ich hoffe, sie bleibt, die hält auch noch ein paar Jahre. Nicht, dass ich dann schon wieder das gleiche Problem habe und ich dann hier sitze und mit meiner, ja, selber die Wäsche wasche. Genau. Aber ich höre jetzt auch so quatschen. Wird ein kurzes Video, aber ist auch nicht so schlimm. Genau. Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Nee. Danke nochmal an die vielen, vielen Kommentare immer unter meinen Videos. Ein kleines Dankeschön, wie gesagt. Ich werde irgendwann mal live kommen, ich verspreche es euch. Nur eine Kommentar habe ich. Ach ja, ich hatte von jemandem grüßen, aber ich habe vergessen jetzt. Ich war eben noch bei meiner Nachbarin und habe ihr da ein bisschen geholfen beim Deutschlernen. Und da habe ich ja Kaffee getrunken. Der Mokka, glaube ich, heißt der Kaffee. Boah, Leute, so ein kleines Käffchen, ja.
und 2 Teelöffel Zucker. Boah, ich glaube, ich habe einen Zuckerschock. Wenn ich wirklich Diabetiker wäre, hätte ich jetzt einen Zuckerschock. Boah. Aber ich sage, nee, lass uns immer weg. Ja, ja. Ich bin ja dankbar, ne? Von daher. Genau, ich hole mal ganz kurz das Handy, weil ich noch jemanden grüßen soll. Warte mal ganz kurz. Ein paar Sekunden später. So, da bin ich wieder. Wo ist mein Handy? Da. und zwar. Komm. Die Elli und die Lara. Die grüße ich ganz lieb. Genau. Die Himmelsstätte herzlich gegrüßt. Treuen Zuschauer. Eine andere Frage habe ich noch. Und zwar habe ich ja diesen tollen Brief hier heute bekommen. Für mich schon. Ich hatte da unten steht etwas, was ich beantwortet habe, aber nicht genau weiß. Vielleicht weiß alles von euch. Hoppala. Und zwar werden Sie die Videos bei YouTube im Rahmen eines Hobbys oder zur Gewinnerzielungsabsicht einstellen. Ich weiß nicht, was das heißt. Gewinnerzielung wahrscheinlich. Also ich verdiene jetzt ab heute, den 7. August, verdiene ich kein Geld mit YouTube. Also ich euch vorher Geld verdient habe in YouTube, aber ich habe bei allen Videos, die ich habe, also es sind 300 irgendwas Videos, allen Videos die Monetarisierung ausgeschaltet. Also keiner von den Videos ist mehr Werbung geschaltet, weil ich Angst habe, dass ich damit Geld verdiene und das Jobcenter mir dann halt sagt, darfst du nicht und sowas. Ne? Sicher ist sicher. Ich möchte ja gerne weitermachen mit YouTube. Und was sagt dieser Satz gerade? Das ist ein Fragezeichen hinten, so eine Frage. Ich habe dann halt geantwortet, dass ich das ab jetzt keine Werbung mehr vor der Videos schalte und dass ich das eigentlich nur mache, um es eine Eigentherapie, um selbstbewusster zu werden und ist halt Tagebuch. Das habe ich jetzt zwar nicht reingeschrieben, aber dass es für mich selber so eine Therapie ist, um mehr Selbstbewusstsein zu machen, zu bekommen und halt ein Hobby ist und ich da jetzt kein Geld mehr mit verdiene. Ist das jetzt in Ordnung oder sagt das Jobcenter jetzt zu mir, die dürfen keine Videos mehr ins Internet stellen, weil das wäre eigentlich Quatsch, weil ich verdiene ja jetzt mit YouTube kein Geld mehr. Das wäre natürlich toll, wenn ihr mir da eine Antwort geben könntet. Das wäre toll. Weil ich ein bisschen Schiss habe, weil YouTube macht mir so viel Spaß. Und wenn das Jobcenter jetzt sagt, das wäre sehr, sehr schade. Aber was soll ich machen? Ne? Das Jobcenter ist sozusagen kein Arbeitgeber, aber von denen bekomme ich das Geld, um zu leben. Ne? Also wenn die sagen, dann muss ich aufhören. Ne? Aber ja, vielleicht kann mir jemand helfen. Genau. So, jetzt höre ich ja wirklich auf zu quatschen. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Tschüssi!